beim letzten Mal in Tales of Arise. Ich habe allerdings die blöde Befürchtung, dass es halt nicht viel bringt, ne? Gucken wir mal. Ja, alles klar. Also wir müssen erstmal alle befreien, sozusagen. Und nun zurück zur Rebellion. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Tales of Arise. Ja, beim letzten Mal haben wir versucht, gegen den Schwerttänzer zu gewinnen. Und das haben wir auch getan. Der ist da hinten bei diesem Wasser-Astral-Energie-Separator. Aber der kostet uns zu viel. Da müssen wir zu viel für einsetzen. Wir haben jetzt Feuer bereits erledigt. Und diesen erstmal nach hinten geschoben. Das heißt, wir gucken mal hier weiter, welchen wir noch aktivieren können. Weil ich vermute, mit diesem Teleportpunkt, der da vorne sich dann durch das Auflösen dieser einzelnen Separatoren hier ergibt, werden wir wahrscheinlich einen Schnellreisepunkt kriegen oder wenigstens eine Möglichkeit, schnell hier nach unten zu gelangen. Deswegen machen wir jetzt hier weiter und nehmen die raus. In der Hoffnung, dass der Heilungspunkt dann da vorne in der Zwischenzeit irgendwann mal wieder auftaucht. Und ich meine, die Gegner hier sollten ja eigentlich machbar sein. Jetzt reicht's aber, jetzt schlage ich zurück. Okay. Soll mir recht sein? Okay. Die stecken aber auch rein, die blöden Viecher hier. May a thousand come on, here, 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 here,
I don't even know the word defeat. I can do it all day. I'll smash you. Far enough. Prepare to be free. Gut, wenigstens einer ist gleich down. Gut, bei dem ist auch nicht mehr viel übrig. Krieg mal hin. Kostet aber eben auch einen Haufen HP, ne? Und die Frage ist dann eben auch, wie lange braucht dieser Heilungspunkt, bis er sich regeneriert? Das war jetzt eigentlich schon wieder viel zu verschwenderisch. I know fine weapon material when I see it. Eine Festungsrüstung, ja? Oh, okay, das wäre sogar schwächer als die seltene Panzerung, die sie jetzt hat. Schade. So. Ich meine, wir haben jetzt Licht- und Dunkelenergie. Das wird aber nicht gereicht haben, ne? Ich weiß nicht, ob hier irgendwas dazwischen reichen würde. Oh, Sicherheit bestätigt. Ja, bitte aktivieren, na, selbstverständlich. Wie geht denn das? Okay, gut. Dann aber an die Oberfläche. Ja, cool. Das heißt ja, genau, hier rechts, der geht zu diesem Punkt da runter. Dann können wir jetzt gleich nochmal abspeichern, diesen Stand, sicher ist sicher. Und dann profitieren wir jetzt eigentlich von der Schnellreise, ne? Genau so ist das. Was sagt man hier eigentlich? Achso, da ist das Schiff. Hm. Gut, irgendwo hier ist aber noch ein Sidequest. Obere Ebene, drittes OG wäre ein Sidequest. Okay. Ich möchte aber eigentlich ganz schlicht nur irgendwie zu einem Händler oder so. Also eigentlich. Und an ein Lager. Wieso denn dann eigentlich nicht hierhin? Weil die haben am Ende sowieso alle das Gleiche. That was quite the little adventure we went on. Hm. Allerdings, lass mal campen. I hope everyone isn't pushing themselves too hard. Ja, hoffe ich auch. Aber ja, wir kochen. Oh, wir können kein Obst-Sandwich bauen. Das ist schade. Warte. Stopp. Stopp. Ist mir so doof. Jetzt müssen wir übernachten. Nee, dann will ich nicht kochen. Aber mit Law möchte ich reden. Mind if I join you, Law? Hey, Law. About what you said before. When? You were telling me how there were things you wished you could have asked your dad. If you want, you can always come to me with your questions. What brought this on all of a sudden? Don't I already lean on you enough as it is? Still, there's plenty you would want to ask him if he was still alive, right? I mean, yeah, but
I think you'll have a hard time answering any of them, if I'm being honest. How come? I mean, the stuff I want to ask him about is, like, how he met my mom and how he won her over. Stuff like that. Anyway, not really something you can help with, right? You're right. Sorry, Law. I can't even begin to imagine how to help with that. You're telling me. I just wish there was someone experienced I could ask about this kind of stuff. Yeah, he was definitely that. Don't you think we're both getting pretty strong now? Sure. You guys ready to hit the road? I know I am. Ja, ich auch. Und zwar in einen ganz bestimmten Ort. In Minantia. Und zwar will ich auf die Traslida Fernstraße. Zum Faria-Hof. Warum? Ich will Milch. So einfach ist das. Looks like we made it here in one piece. Können wir doch irgendeine Kuh Milch für mich haben, oder? Gibt's doch gar nicht. Die Schweinchen haben Angst? Vor was denn? Aber wieso kriege ich hier keine Milch? Oder kriege ich die direkt auf dem Hof oder so? Weiß das nicht. Wie sieht's denn hier aus? What do you think of that chick over there? Doesn't look like she really works out. I'm not talking about her muscles, you dummy. Okay, gehen wir mal direkt auf den Hof. Aber ich glaube fast, das wird uns nichts bringen. Kriegt man da jetzt Milch her oder können wir die einfach kaufen? Wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Hab ich gar nicht geguckt, weil ich eigentlich dachte, ich könnte die hier abfarmen. Aber das sieht fein nicht so aus. Was sagt denn der Händler dazu? That was quite the little adventure we went on. Erstmal will ich wissen, ob ich was verkaufen kann. 10 Platinstücke für 50.000. Ja, na, aber gerne doch. So. Kaufen. Materialien, der hat Milch. Her mit der Milch. 10-mal Milch. Kann es mir ja gerade leisten. So, Waffen hat er nicht. Rüstungen hat er auch jetzt nichts, was stärker ist. Verbrauchsgüter. Ich brauche auf jeden Fall 10-mal Trank des Lebens. Ich hätte gern Ananas-Gelee für 72.000. Das ist okay. Und nochmal 4 davon, so als Notreserve. Und für den Rest nehme ich Pfirsich-Gelees mit, obwohl 10 sollten reichen, ha? Oder? Ja, komm. So. Gucken wir mal, Waffen schmieden wird nicht viel... Naja, er hat Waffen, aber da haben wir auch überall... Nicht das passende Material. Die könnten wir uns bauen. Wenn wir das Geld hätten. Aber ich weiß auch nicht so richtig. Den hat sie. Hat sie den gerade? Nee, der wäre neu. Aber auch relativ schwach. Nee, wir bräuchten mindestens die helle Angelika. Von daher bringt uns das alles nicht so richtig weit. Boah, nö.
Tja. Gut. I'm getting pretty hungry. Wanna sit down and fix something? Yep, the sooner the better. Ja, ganz ruhig. Eigentlich nicht. Wir haben jetzt eine Schnellreisemöglichkeit und können uns jederzeit ausruhen gehen. Deswegen gehen wir einfach jetzt mal zurück. Nach Rena. Nee. Ich möchte schon an die Oberfläche und dann mal gucken. Genau, erstmal hierher. Und dann schauen wir mal wegen dem Sidequest-Vieh, ob wir das ausfindig machen können. Das wäre im dritten OG, hä? Obere Ebene, drittes OG. Gleich dort? Dann gehen wir da direkt mal hin, bevor wir noch was anderes machen. Okay. Ja, mal gucken, mit was wir hier zu tun haben. A six-armed giant. Is this the Zugel from the... Vermutlich. Unheilsarme. Okay, Level 54. Das sollte aber handelbar sein, glaube ich. So even a Und da wir uns ja jederzeit wieder heilen gehen können, können wir ja auch ein bisschen verschwenderisch hier unterwegs sein. Das macht ja jetzt nichts. Okay. Gleich die Hälfte geschafft. Eieieiei. Da hat mich doch einer der vielen Arme erwischt. Macht nichts. Alles halb so schlimm. Ich kann jetzt ein bisschen entspannter an die Sache rangehen, weil man ja jetzt jederzeit... weil wir ja jederzeit überall hinkommen können, ohne jetzt viel extra Wege gehen zu müssen. Das ist immer ein bisschen beruhigend, da kann man auch mal drauf gehen und ein bisschen entspannter umgehen mit den Kämpfen. Danke fürs Wiedererwecken, Dorlim. So, Hälfte ist durch. Can't get out of this!
Look! Sleep now. It's over. Here comes the big one! Being interrupted. Not in your dreams. But try harder. Not a chance. It's in the sky, it's mine. Up and out. The waters of creation. Burn. Sleep and resonate with the earth. I'll heal you all. The last one. Resonate with the earth. Tidal wailing. The last one. Burn on your own. Thanks for the healing. Watch yourself, okay? Yeah. You too. Going. Okay. In view that you vanquished. I'll heal you all. Resuscitation. Healing circle. Still got some health left in me. Oh, jawohl, Law. No dawn shall break this night. Tornado drive. Ryan is broken. It's over. I can't heal you forever. Okay, und zack. Ja, Shion ist down. Ich hab's gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch rückgängig machen müssen und unsere gekauften Items einsetzen müssen, denn wir haben's gleich. Ich könnte allerhöchstens Rinvalon, Shion Kisara. Forgive me. This is my fault. Burn! In the corner! You're on! Climbing thrust! Havoc! It's trying to take us out. So I will go quiet! Ja, wobei, jetzt bin ich down. Das ist natürlich sehr ungünstig. Da müsste ich vielleicht doch mal... Ich habe noch ein Omega-Elixier. Aber... Ja, was mache ich? Eigentlich müssten wir Dualim dann doch heilen lassen, ne? Nützt ja nichts. Take this! Resuscitate! The arts were interrupted! Not done yet! Resonate with the earth! Stalagmite! Na, das war jetzt aber frech. Bestow thy mystic mercy! Take this! Now you see what I can do! Don't suffer in silence! Here I go! Going in! No dawn shall break this! Its defenses are down! I'll beat it to win! Tiger Blade! Mirage! Slash the jump! This one's for you! Ignite! Benediction Light! Swallow Dance! Coming Storm! Allow me to help you! Tower Blade! Make it rain! Na, also da geht er down. Impact Rock! Gut. Für Kisara alles vernichtender Hammer. Riesenexplosion. Das hat man jetzt eigentlich schon kürzlich mal, aber... I'm in good form. Das haben wir ja so nicht gespeichert, weil ich glaube, das hat sie nach dem Schwerttänzer bekommen. Truly, she leaves not but rubble in her wake. Are you guys asking to be her next target? We beat it in the end. Let us harvest what we can use and take it with us. Built for the sake of it and then cast aside. How sad. Tja. Hat's auch nicht so ganz unrecht, ne? Wir müssten mal nach Dekfesol. Und
Erfolg melden. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Wir haben den Zügel auf Renner gefunden und ihn ausgelöscht. Hier ist sein Gewebe. Wunderbar, wunderbar. Das sieht so aus, als hätte ich die Richtigen gefragt. Oh, ich kann es kaum erwarten, alles zu analysieren. Ich weiß nicht, ob mit unseren Vorfahren jemals einer Meinung sein werde, aber... Das wird eine Menge Arbeit erfordern, so viel ist klar. Aber du schaffst es bestimmt. Wieder einmal überschätzt du meine Fähigkeiten, was solche Sachen angeht, Kisara. Ich überschätze dich gar nicht. Schließlich hast du die Kluft zwischen Daneon und Renéon überbrückt. Nun ja. Du bist also fertig mit ihnen, hm? Bin ich jetzt dran? Ach ne, eben, der Depp hat ja auch noch was. Und tu, was du willst. Ich widme mich jetzt wieder meiner Forschung. Hat sich aber wenigstens finanziell gelohnt. Jetzt hat er was. Ich habe auf euch gewartet. Jetzt bin ich endlich dran, also hört mir gut zu. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe was gegen das ihr kämpfen sollt. Was schon wieder? Warum klingt ihr Leute immer so arrogant, wenn ihr uns um sowas bittet, hä? Das spielt ja keine Rolle. Ich will nur, dass er gegen einen Prototyp meiner Kreatur kämpft, die ich besonders synthetisiert habe. Alles, worüber diese Leute sprechen, scheinen ihre Prototypen und ihre Testobjekte zu sein. Sind hier alle so... Warum zum Teufel hast du etwas so Widerwärtiges kreiert, hä? Naja, für das Streben nach Wissen. Ich habe eine endlose Faszination dafür, wie stark einzelne Kreaturen werden können, also, nun ja, du verstehst. Nee, verstehe ich nicht. Das Schwierige daran ist, herauszufinden, ob etwas wirklich stärker, das Stärkste ist, was es gibt. Wenn es einen starken Gegner besiegt, ist die Sache ziemlich klar. Schwer ist es aber, einen wirklich befriedigenden Gegner zu finden. Aber dann kamt ihr, als ob ihr meinen Wunsch gehört hättet. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr ziemlich fähige Kämpfer seid. Ich möchte also, dass ihr gegen meine Schöpfung antretet, damit ich endlich herausfinde, wer von euch stärker ist. Wenn du es so ausdrückst, dann kann ich nur schwer ablehnen. Hey. Was glaubst du, was du da tust, hä? Haben wichtige Dinge zu erledigen. Was passiert, wenn sich einer von uns verletzt? Ach, mach dir keine Sorgen, wir sind absolut bereit für alles, was dieser Typ auf uns setzt. Lass es uns tun, genau hier, genau jetzt. Und, machen wir es hier? Wir können nicht hier kämpfen. Wir kämen echte Schwierigkeiten, wenn einer von euch beim Kämpfen Loch in diese Station sprengen würde. Ich habe unten auf Denner ein gutes Plätzchen gefunden. Ich transportiere euch dorthin. Ich erwarte gute Ergebnisse von euch. Ich nehme an, bist du bereit zu kämpfen? Nee, noch nicht. Warte kurz, wir brauchen Zeit, um uns vorzubereiten. Ich verstehe nicht, warum ihr solche fahrende Kämpfer seid. Ja. Wir müssen ja wenigstens mal eine Runde ratzen gehen, damit wir auch erholt sind, weil so wird das nicht. Rasten. Vom Ausbauen kochen. Ja. Diesmal möchte ich das und zwar ein Obst-Sandwich. Mit Renwell. Good food is the best kind of magic. Hat sie nicht unrecht. So, jetzt sind wir bereit für deinen Zügel. Again? Yeah. Yeah. Hey! Got it. Very well. Bin gespannt, was es hier mit auf sich hat. Naja, na, das scheint ja machbar zu sein. Isn't that a Hellcat? Well, is it some sort of prototype? Whatever it is, it's a real tough customer. Kyle, I'm not the genie! Kidding? Anything normal, robot! Field! Captivity! Amazing! Ignite! You're mine! Be
Naja, den kriegen wir aber hin. Der wird zwar ein Stückchen dauern, weil der hat ganz schön viel KP, aber ansonsten wird das schon gehen. Aber wenn der ein Prototyp ist, das verstehe ich nicht ganz. Ist es nicht eigentlich umgekehrt? Ich meine, sind die Forscher nicht von denen hingebracht worden, da dort auf diese Station? Also mehr oder weniger. Oder ist der einfach nur ein Prototyp, weil er halt besonders stark ist? Weil ich sag mal, für Level 52 macht er schon ganz schön Schaden und hält auch viel aus, also von daher. Okay, weiter geht's. Ui, da bin ich draufgegangen. Na, wie gesagt, sehe ich entspannt jetzt im Moment. Wir können jetzt mal ein bisschen Chaos veranstalten. Ich kann jetzt so schnell hin und her reisen. Zu den wichtigen Orten. Da mache ich mir keinen Kopf. Jetzt wird's aber langsam nervig. Water! Here I throw! In here!
nearly done for. Here's the evil. Eat dirt. Get on in there. Regenerate. Okay. We won't be out of the darkest sky. You're mine. All the particles. Oi, 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 oi. Too much to handle. A chain between magic and the ja, den Rest kriegen wir trotzdem noch hin. Lightning. Magic is out. I'll bring you back from death abyss. Oh, ich werde doch nochmal zurückgeholt. Damit habe ich jetzt fast nicht mehr gerechnet. Und da geht er. Gut, zumindest haben wir keine Items gebraucht. Bam, wir haben das Ding total vermöbelt und du hast es aufgezeichnet, ja? Natürlich hab ich das. Ich kann nicht glauben, dass meine Schöpfung verloren hat. Jetzt stehe ich dumm da. Tja, wir haben uns ja doch gefragt, warum haben wir gegen den Helanquil gekämpft? Ach so, ja. Den dient ihr doch eigentlich, oder? Na, es ähnelt äußerlich nur körperlich einem. Seine innere Biologie ist jedoch völlig anders. Um meine Schöpfung stärker zu machen, nahm ich Elemente vom Aufseher und setzte sie zusammen. Moment. Du hast Teile von Hefrik benutzt, um ihn zu erschaffen? Wen kümmert's? Wir haben ihn geschlagen, nur das zählt. Was okay für mich ist. Ich habe bereits erklärt, wonach ich eigentlich hier bin. Ich verstehe diesen Typen einfach nicht. Dank euch habe ich jetzt wertvolle Aufzeichnungen. Oh, ich habe eine Idee. Was wäre, wenn ich Elemente von euch nehme und... Weg ist es! Schade. Wenn ihr es euch doch anders überlegt, sagt Bescheid. Am Arsch, Junge. Das wird niemals passieren. Wenn ihr meint, dennoch verleihe ich euch hiermit den Titel Champions der Leere. Champions der... Warte, was? Seriously? Leere... Ja, richtig. Ich halte diesen Titel für angemessen, weil es euch gelungen ist, eine Schöpfung von mir, einem von Dirk Fesers großen Genies, zu besiegen. Champion der Leere, hä? Ah, Champion der Leere. Also irgendwie klingt das echt gut. Aber wie schreibst du eigentlich Leere? Meinst du die mit H oder die mit zwei E? Ist ja doch ein Unterschied, ne? Haben die sich hier vertippt, die Idioten? Wenn du dich jemals irgendwo so bezeichnest... So, ich sollte, würde ich dich nicht kennen. Okay, Rönnwell hat's kapiert. Ich glaube, das mit der Lehre mit zwei E ist Absicht. Natürlich kann ich das nicht so stehen lassen. Ich komme in einer brandneuen Kreation zurück, um den Titel zurückzugewinnen. Verlasst euch drauf. Aha, ist das so. Nur zu. Kannst du uns jederzeit herausfordern, okay? Seriously? Aber beim nächsten Mal stellst du dich alleine, okay? Und damit verabschiede ich mich. Ich bin schließlich nicht der Einzige, der etwas von euch möchte. Was? Noch mehr? Immerhin hat's Kohle gebracht. Ziemlich viel sogar im Verhältnis. Und für Lore den Weltall-Champion. Ich dachte schon den Champion der Leere. Ja. Illusionsblitz, hä? Eine Serie flinke Handschläge. Ja, komm, was soll's. Dann gucken wir mal, ob wir noch was fertig machen können. Das hier. Und, nee, das nicht. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir fertig machen können? Nö. Aber dann nehmen wir den trotzdem noch mit hier. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Kisara, meine Liebe. Ja. Rönnwell, können wir bei dir was komplettieren? Sehr schön. Dorli, wie sieht's denn bei dir aus? Gut, der Rest kann nicht komplettiert werden, aber ja. Shion? Aha. Machen wir doch glatt so.
Und ich mach das hier mal voll. Und das hier mal voll. Und haben wir noch was? Ja, das hier können wir weiterführen. So. Gut. Dann wären wir wieder einen Schritt weiter. Takes a singular will. Und da könnten wir beim nächsten Mal zurück nach Rena gehen und könnten uns mal noch um die einzelnen Gegner bei diesen Astralenergie-Separatoren da kümmern. Weil wir können ja jetzt jederzeit uns zwischen den Kämpfen mal holen gehen. Das halte ich für eine gute Idee, das noch abzuschließen, bevor wir weiter zum Endboss dieses Dungeons gehen. Und dann sehen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Bis dahin, haut rein!